Servus Leute und willkommen zum Zweitligakracher zwischen Dynamo Dresden und dem FC Union Berlin. Ja, gut, Kommentator, halt einfach keine Fresse, wir interessiert uns eh nicht. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel heute ausgehen wird, auf jeden Fall. Ja, heute mal ohne Gast, weil ich gedacht habe, ja, wir probieren einfach unser Glück mal alleine. Also, ja, da ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr jetzt hier die Videos weiter verfolgt, dass ich halt Dresden-Fan bin, bin ich für ein klares 2:0 für Dynamo. Und da ich auch das Spiel im DFB-Pokal mir angeschaut habe und ja, damals sagen musste, die Leistung der Dresdner war auf jeden Fall richtig gut. Ja gut, leider im Elfmeterschießen ausgeschieden, nennen wir es mal so, ne? Sehr schade, aber mein Gott, kann man leider nichts ändern. Ist halt so und müssen wir uns mit abfinden. Erstmal klären wir hier, wer Anschluss hat. Okay. Dresden Seitenwahl und Union Anstoß, so wie es aussieht. Und jetzt erstmal ein Blick auf die Aufstellung. Ja, gewohnte 4-2-3-1 mit Poté im Sturm ganz vorne. Ja, Kirsten ist wieder mal im Tor. Nach der auch guten Leistung von Frumlowitz. Und sonst eigentlich so komplett gewohnte Aufstellung. Ja, hier haben wir jetzt Union mit 4-1-2-1-2. Ein bisschen in meinen Augen offensiver. Weil, wie gesagt, man hat halt zwei Spitzen auf jeden Fall und man hat dann noch die zwei Außen und den offensiven Mittelfeldspieler, die halt wirklich drücken können. Aber naja, sind wir mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Wir schauen uns jetzt erstmal den schönen Ball an. Ja gut, und da haben wir Anstoß, wie schon gesagt. Und nun hat Anstoß und los geht's. Der Kommentator ist leider wieder an, irgendwie stellt es sich immer wieder automatisch ein, warum auch immer. Ich habe ihn zwar in der Grundeinstellung sogar schon ausgeschaltet, aber zum Glück reden sie nicht so viel. Und ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht ganz so stören. Und hier schöne Aktion von Dresden und da haben wir erstmal Eckball. Sehr, sehr gefährlich in den ersten 3 Minuten gerade gewesen. Das hätte schon fast das 1-0 sein können. Und kein schöner Kopf, schöner Kopfball, sage ich schon. Kein schöner Eckball von Trojan. Naja. Na, komm, Poté, was machst du? Ja, bleibt hängen. Naja, gut. Kann man nichts ändern. Aber gleich wieder Ball geschnappt und weiter. Ah, Fiello, was machst du denn? Was machst du denn? Komm schon schön über die Außen, genau. Gay. Trojan. Ja, jetzt versucht er auf Poté. Sehr schön gedacht. Und Losilia und. Jetzt. Ja, und das 1:0 für Trojan in der 8. Minute. Wow. Krasser Auftakt von Dresden. Also, wenn das so weitergeht, dann wird es aber richtig heftig. Gucken wir uns das hier nochmal schön an. Da, Schussversuch gehalten. Und dann Flanke von Gay. Und der kleine Mann, Philipp Trojan, macht das Kopfballtor. Auch mal eine richtig geile Aktion. Aber wie gesagt, die erste Parade von Haas war schon mal sehr gut. Wir waren schon ein klasse Reflexer. Aber bei dem Kopfball, ja, eigentlich fast unhaltbar, weil die Abwehrspieler versuchten noch rauszuköpfen. Hatten aber dann doch nicht mehr gekriegt. Naja, gut. Schauen wir mal und hoffentlich ruhen wir uns jetzt hier nicht aus der Führung aus. Ja, ich sag immer wieder irgendwie, ist das, als würde ich jetzt hier fast mit dem Stadion stehen. Ich fühle mich irgendwie gerade voll zur Mannschaft hingezogen. Ja, Leute, das ist leider kein so unparteiisches Gameplay oder Commentary gerade, wie sonst eigentlich immer so angedacht. Heute mal wieder mein Herz komplett für Dresden. Auch wenn es als Kommentator nicht gehört, aber was will man machen? Ja, komm, genau, schön auf Koch. Ja, da können wir jetzt eigentlich mal rüberspielen auf die komplett andere Seite. Mal so Flankenwechsel. Schade, schade. Aber schön gedacht, so mit dem Steilpass von Poté, aber naja, war dahin geblieben. Union, gerade mal wieder ein bisschen Ballbesitz hier. Das
Künder? Nein, nee, das ist hier, guck mal, wenn ich das sehe hier, die Reihe in der Abwehr ist schon wieder komplett hingestellt und Union macht es einfach zu langsam. Also sie hätten jetzt vielleicht ein bisschen schneller sein müssen, dann hätten sie eine Chance gehabt. Aber, ja, nee, war schon schön gedacht, aber zum Glück hängen geblieben. Oh, hier. Wie sagen sie immer, der kleine Ribéry von Dresden? Ja, ist vielleicht ein bisschen extrem hochgegriffen, weil Ribéry ist echt ein Weltklasse-Spieler, aber das ist so, weil er halt ungefähr die Größe von Ribéry hat und auch Franzose ist und auch relativ quirlig in dem Sinne, also sehr viel mit Tricks versucht zu machen, ist es halt sein kleiner Spitzname, was auch sehr lustig ist immer. Aber ja, kommt halt nicht annäherungsweise an Ribéry ran, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und Poté, was macht er? Sehr schöne Körpertäuschung auf Kiel. Na, verdammt. Hat er vielleicht ein bisschen eher abziehen müssen. Aber naja. Die Führung ist noch 1:0 und relativ solide, weil Union gerade gar nichts so richtig einfällt, dass sie mal hier aufs beste Tor spielen können, weil wird eigentlich immer relativ früh gestört und sehr oft der Ball verloren. Was mir sehr gut gefällt. Wenn das auch mein Ich zu sein würde, das Defensivverhalten von den Dresdnern, dann Hut ab. Wird man vielleicht nur so 2-3 Tore weniger kriegen. Aber naja. Das sind halt oft Wunschträume. Man kann halt nicht alles haben. Matuschka, ja. Mit einer der gefährlichsten Berliner in meinen Augen. Oder vielleicht ist es sogar der gefährlichste. Das kann ich jetzt leider nicht so behaupten. Aber ich finde einfach, das ist so aus dem Kader der Berliner mit der stärkste Spieler. Ist ja nicht umsonst Kapitän. Und von daher, er hat schon seine Qualitäten. Ja. Vielleicht spielt er jetzt außen. Ja, nee, er ist wieder in die Mitte gerannt, was vielleicht nicht gerade das Klügste war. Hätte er auf die Außenbahn gespielt jetzt. Jetzt könnte er nochmal rausspielen, aber ja, versuchen es halt immer über die Mitte. Oh Gott, ein fataler Fehlpass hier. Das sind wir ja von G gar nicht gewohnt. Und schon wieder. Also, nee. Ich würde ihn ja fast auswechseln, aber ja, was will man machen, ne? Na komm schon, Poté schicken, genau. Sehr schön. Na, macht's zu langsam, der Koch. Vielleicht sind sie alle noch nicht ganz so fit von den 120 Minuten in Hannover, aber ja, das könnte fatal werden am Ende. Wir hoffen es mal nicht. Wir hoffen mal, dass sie sich alle jetzt schön geschont haben und ausgespannt haben und wieder mit voller Kraft hier agieren können. Aber irgendwie wird es jetzt doch ein bisschen ungenau und sehr viele Fehler von Dresden im Passverhalten, was mir nicht sehr gefällt. Also, naja. Was hat er jetzt, schwache oder starke Abwehrleistung gesagt? Ja, kann ich leider nicht hören, weil ich rede irgendwie zu viel, dass ich den dazu hören kann. Ich mache es immer nur so nebenbei ein bisschen. Aber ist ja auch egal, weil ich will ja nicht das Spiel, also den Kommentar von den Typen da hören, sondern ja, ich will halt selber zu dem Spiel lauern. Und deswegen, jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, oh. Tief durchatmen. Boah, das war aber ein krasser Schuss hier. Da hätte, wenn er gesessen hätte, wäre Kirsten auf jeden Fall nicht mehr rangekommen. Naja. Oh Gott, was war denn das? Es war angekommen, aber das sah ein bisschen sehr unnatürlich aus, der Befreiungsschlag gerade. Ich wollte schon sagen, jetzt rennt er hier ins Aus. Ja, ihr seht schon, er versucht sehr viel mit Tricks, aber das versuchen sie. Was war denn das hier? Ein doppelter Übersteiger. Schön auf Poté gespielt. Ah, da war leider zu weit, aber sehr gut gedacht. Hätte schön im hinteren Rücken des Gegenspielers rumlaufen können. Also, war schon eine sehr schöne Aktion. So, jetzt haben wir ja erstmal die erste Halbzeit. 1:0, ja, seit der 8. Minute und wir müssen schon sagen, Dresden führt verdient, also in meinen Augen zumindest. Wir gucken uns hier nochmal das Highlight an. Ja, erste Aktion von Trojan in der 3. Minute, was das war. Ja, die hier Heldentaten eingemacht und jetzt der Kopfball. Boom. Ja, wie gesagt, wenn ihr es jetzt hier nochmal seht, also ne, okay.
an, überspringen wir die Highlights und gucken uns die anderen Ergebnisse an. Bochum, Cottbus 1-1 und Aalen Köln 1-1. Ja. Und fortfahren. So, auf geht's in die zweite Halbzeit. Zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Und hier, jawohl, sehr schön auf die Außen. Okay. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Aber nur im Ansatz. Der Gegner schön abgefangen auf jeden Fall, Fjell. Das machst du sehr gut, gefällt mir. Oh, geil. Geil losgelassen. Schön über den Ball gesprungen, aber leider ist dann aus der Aktion nichts mehr verwertbares geworden. Schade, schade, aber das war echt mal eine coole Aktion. Ob es Zufall war oder Absprache, das weiß keiner. Naja. Schön gerettet hier. Abgeschrieben, was machst du denn? Okay. Lass mal wieder durchatmen. Wir haben. Also Berlin tut jetzt sehr früh stören und drückt ganz schön momentan. Sind zwar erst 6 Minuten nur gespielt, 7. Aber ja. Es sind schon hier ein paar heftige Aktionen doch gekommen. Schon fast mehr als in der zweiten, in der ersten Halbzeit. Sehr schön. Und Schub. Ach, verdammt. Warum hat er nicht abgezogen? Hätte er auch mal. War eine gute Position, hätte er echt mal schießen können. Aber nee, die versuchen es irgendwie immer auf Poté zu machen. Naja. Kann man nichts ändern. Poté ist halt irgendwie in den Augen wahrscheinlich Starstürmer hier und hat alle Rechte und kann machen, was er will. Naja. Muss man durch. Wie gesagt, Trojan kann auch Tore schießen. Und alle anderen eigentlich auch. Also ist jetzt nicht so, dass nur Poté Tore schießt. Sehr schön, sehr schön. Kirsten sicher gehalten, aber war auch kein schwerer Schuss. Was mir jetzt noch sehr gefallen würde, wenn er jetzt noch auswechseln würde und einen zweiten Stürmer bringt, also Aufstellung erstens wechselt und jetzt mit zwei Stürmern spielt. Vielleicht, wenn Dresden wirklich jetzt noch ein bisschen mehr auf Druck gehen würde und nicht versucht jetzt hier mit dem 1-0 über die Runden zu kommen. Das wäre jetzt noch eine sehr positive Sache hier. Ach man, okay, was machst du denn? Ich glaube, der ist noch ein bisschen mitgenommen von dem Elfmeter. Aber naja. Ich halte im Profifußball, man kann nicht immer treffen. Es gibt auch mal einen Messi oder einen Ronaldo, die einfach den Ball nicht beim Elfmeter reinkriegen wollen. Oder wir sagen jetzt einfach mal Sergio Ramos. Ja? Also der Ball, der ging ja meilenweit übers Tor, aber. Ja, das ist ein anderes Thema, Freunde. Das ist ein anderes Thema. Sehr schön. Und schon kriegt er den Ball. Weiter Ball und kriegt dann, jawohl. Sehr schön gesehen hier. Trojan, was macht er? Ah, bleibt hängen. Energy führt 2-1. Da wird der Trainer zufrieden sein. Jawohl, dann Trojan. Und, ach man, das ist mal dieses Passspiel dann am Ende nochmal. Warum denen einfach mal der Mut fehlt, einfach aufs Tor zu schießen. Das verstehe ich nicht so richtig. Okay, erstmal Auswechslung hier. Parensen kommt rein. Eben, wie er schon sagt, Niederlage vielleicht noch verhindert. Wenn sie jetzt nicht noch das zweite Ding reinballern in Dresden, dann kann es echt noch gefährlich werden in den letzten 20 Minuten hier. Aber wir hoffen mal nicht, dass es so wird. Komm. Schön rausgefaustet auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, der Dresdner hat den Kopfball gewonnen. Ich glaube, ich weiß jetzt zwar nicht, wer es genau war, aber ich würde fast vermuten, es war Prigerie. Aber ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht zu 100% gesehen. Boah, komm schon, Berlin. Drückt man nicht so hier. Das macht mir Angst hier. Boah, klasse Tat hier. Mann, warum spielen denn die jetzt so riskant und schlagen die Bälle sonst wohin? Es wird jetzt echt nochmal so, wo du richtig mitfieberst. Das ist schlimm, ey. Das ist nur eine Fußballsimulation, ey. Das ist echt heftig. Man kann sich da extrem rein vertiefen, wenn man das will, ne? Also. Komm schon. Fjell, du könntest doch mal abziehen, Mann. Pfosten. Boah, verdammt.
Da war jetzt aber sehr schön gemacht. Jetzt muss ich echt mal kurz leise sein und musste einfach die Spielzüge genießen. Ich meine jetzt ganz ehrlich, ne? Wenn es jetzt irgendein Dresdner Fan noch sieht. Also diese Spielzüge. Habt ihr die jemals schon mal irgendwo gesehen? So auf engstem Raum so viel hin und her gewechselt. Okay, Poté geht raus. Und Kita kommt rein. Auch gut, aber wohl, wie gesagt, eine Zweier-Sturmspitze mir besser gefallen hätte. Aber naja. Sind auch nur noch 8 Minuten hier. Will wirklich normaler Trainer jetzt hier Kita die Möglichkeit geben. Da kommt jetzt nochmal ein langer, steiler Pass hier. Der ist schnell. Und eine Flanke, alles mögliche hier. Hauptsache noch ein zweites Tor. Noch mal. Da macht es so einen Käse, ganz ehrlich. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Aber naja. Ja, schön Schub an. Ah. Komm, geh ein bisschen näher ran hier. Lass ihn doch nicht so viel Freiraum. Jawohl, ist ja schön. Oh ja, was macht er? Bleibt hängen. Nein, kommt schon. Ich bitte fangt jetzt nicht noch das Ausgleichstor. Das wäre jetzt wirklich die Hölle. Sehr schön. Jetzt erstmal weit raus und Ruhe reinbringen wieder hier. Sammelt euch und bringt jetzt noch die Zeit rum, ey. Ah, jawohl. Treuern. Sehr schön. 1-0 Sieg gegen Berlin. Richtig geil, wenn das jetzt noch am Sonntag so eintrifft, wie die Prognose, dann. Boah, Leute, ey, das wäre so geil. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zugucken. Ja, Highlights lasse ich jetzt nochmal aus. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Achso, und wenn ihr wollt, dass ich doch lieber wieder mit Gast kommentiere hier. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wen ihr da lieber als Gast haben wollt. Ob Dan, Kevin, also Stargon oder Tabs, also David. Könnt ihr mir gerne schreiben oder halt, ob ich es alleine machen soll. Das würde mich echt mal interessieren, was euch besser gefällt. Und wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.